Hallo, ich bin Paula Bär und mein neuer Film Stella, ein Leben kommt jetzt ins Kino. Sing, 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 sing. Der Film zeigt, was diese Zeit emotional bedeutet hat. Hier ist Ebert Schluss für euch. Das passiert anhand von der Geschichte von Stella, die große Pläne hat, die Musik machen möchte, die Karriere machen möchte und sehr, sehr offen ist und ganz viele Träume hat. Ich möchte es nicht. Ich bin eh bald weg. Stella, die Amis lassen keinen mehr rein. Sie wird Opfer eines sehr menschenverachtenden Systems, kämpft dabei mit allen Mitteln um ihr Überleben und das Überleben ihrer Eltern. Kennkarten, Pässe, alles. Ich kann euch auch solche Ausweise besorgen. Für mich hat der Freundschaftspreis gemacht. Und verwandelt sich dadurch in ein zutiefst unmenschliches Wesen. Mach! Stella, bitte, wir sind doch Freunde. Ganz viel Arbeit bei mir ging darin, mich auf sie einlassen zu können, ohne das permanent zu werten und zu sagen, das geht nicht und warum kann ein Mensch so handeln. Ist leider teurer geworden, ich brauche 2000 mehr. Was das Publikum vielleicht von diesem Film erwarten kann, eine emotionale Reise einer Figur, die sich ganz schmal am Abgrund zwischen Gut und Böse bewegt und man am Ende, glaube ich, selber in die Position kommt, nicht mehr zu wissen, stimmt, so einfach ist das nicht mit richtig und falsch, sondern es gibt dazwischen eine ganz große Masse an Grau. So sind die Zeiten, geh mit oder geh unter. Hau ab, schnell, hier ist überall Gestapo. Wie hätten wir uns an ihrer Stelle verhalten? Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.